Anja und nach einer winzig kleinen Pause erstmal frohe Ostern und wir machen weiter mit Videos. Heute gibt's einen weiteren Teil von Echt passiert, weil ich das alle gewünscht habt und ich das ehrlich gesagt auch echt gerne mache. Ich weiß, ich wirke aber frustriert in den Videos. Aber nichtsdestotrotz tun wir uns heute eine weitere Geschichte an und zwar alle haben mich wegen meiner langen Haare ausgelacht. Alrighty, dann würde ich sagen, los geht's mit... Okay, darf ich hier mal erstmal erstes Plothole. Ich habe noch nicht mal mit dem Video angefangen. Was mir direkt auffällt, ja, der Titel, alle haben mich wegen meiner langen Haare ausgelacht. Mädchen mit kurzen Haaren. Hallo zusammen. Hi. Mein Name ist Sharon. Sharon. Sagt mal, hat euch schon mal jemand etwas sehr Wertvolles weggenommen? Wenn ja, dann verstehe ich, wie ihr euch fühlt. Ich nehme an, ja. Ich musste das auch schon durchmachen und es war ein echter Albtraum. Wollt ihr meine Geschichte hören? Dann abonniert den Kanal und lasst mich euch alles über mich erzählen. Letztes Jahr sind meine Eltern und ich von unserem Dorf in eine große Stadt gezogen. Ehrlich gesagt, war ich mir sicher, dass ich mein Leben von diesem Moment an in ein Märchen verwandeln würde. Okay. Aber das Einzige, was mich wie eine Disney-Prinzessin aussehen ließ, waren meine langen Rapunzelhaare. Nein, und meine Klassenkameraden fanden, dass sie der perfekte Grund waren, um mich zu handeln. Are you kidding me? Die Haare sind so cute. Sie sieht... Okay, meine Facecam ist mitten im Gesicht. Aber ihre Haare sind so hübsch. Sie sieht so hübsch aus. Aber ich finde ihre Haare... In meiner Klasse hatten modische Haarschnitte. Währenddessen war ich in ihren Augen ein echtes Landmädchen. Hä? Glaubt ihr, ich hätte einfach aufgegeben und meine Haare abgeschnitten? Dude, ihre Haare sind natürlich so nicht. Trotzdem will ich nicht sagen, dass mich absolut alle meine Klassenkameraden gehasst haben. Zum Warum? Glück gab es Stephanie, die vom ersten Tag an für mich da war und Dude, ihre Haare sehen richtig aus wie so Ariana Grande Haare. Es waren nur wir beide gegen die Welt. Wir tratschten gerne über andere Kinder, wie den dummen Tyrann Brandon aus einer anderen Klasse. Alter, der dumme Brandon. Ich hasse Brandon. Wir hassen Brandon, aber ihr okay? könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mich seine Arroganz... Brandon hat auch lange Haare. Brandons Haare sind so lang, dass er einen Man-Bun hat. ...macht. Ganz zu schweigen davon, dass er mich ständig vor seinen Freunden schikanierte. Brandon, du hast einen Man-Bun! ...dass ich mir die Haare wachsen ließ, um sie zu verkaufen. Wie witzig sie doch waren. Aber ich konnte mir damals noch nicht vorstellen, was als nächstes passieren würde. Eines Morgens war ich auf dem Weg zum Unterricht und hörte mit Kopfhörern meine Lieblingsmusik. Plötzlich kam jemand von der Seite auf mich zu und führte mich um die Ecke. Nein! Es ist vielleicht schwer zu glauben, aber als ich in das Gesicht des Fremden sah, stellte sich heraus, dass es Brandon war. Was wollte er denn von mir? Hör zu, Rapunzel, ich habe ein cooles Angebot für dich, sagte er. Ich versuchte, mich loszureißen und wollte erst gar nicht zuhören, was er zu sagen hatte. Aber er hörte nicht auf zu reden und schließlich beschloss ich, ihm zuzuhören. Knie ihn. Es stellte sich heraus, dass Brandon nicht mit seinem Naturwissenschaftslehrer auskam. Er lernte generell sehr schlecht, da er lieber Bassgitarre spielte und mit seinem Skateboard herumfuhr, als zur Schule zu gehen. Und ich hatte keine Probleme mit Naturwissenschaften, weil ich mich auf Prüfungen für eine technische Hochschule vorbereitete. Lange Rede, kurzer Sinn. Er schlug vor, dass ich seine Hausaufgaben für ihn machte und im Gegenzug würde er mir dafür Geld bezahlen. Natürlich war mein erster Gedanke abzulehnen. Das Ganze klang irgendwie demütigend. Andererseits hatte mein Vater zu diesem Zeitpunkt schon seit 6 Monaten versucht... Ich meine, come on. Sie sind doch in der gleichen Klasse, richtig? Das heißt, sie muss jetzt ja nicht irgendwie extra Hausaufgaben machen. Sie schreibt nur einfach ihre Hausaufgaben zweimal und er lässt, also sie lässt ihn quasi abschreiben, schätze ich mal. ...einen Job zu finden und meine Mutter kam auch kaum zurecht. Ich konnte das Geld wirklich gut gebrauchen, zumal ich es bald für mein Studium brauchen würde. Wie auch immer, ich stimmte zu. So vergingen ein paar Wochen. Dieser faule Typ schickte mir jeden Abend alle möglichen Aufgaben und Tests und ich bearbeitete sie mühelos für ihn. In der Schule tat Brandon jedoch weiterhin so, als ob er mich überhaupt nicht kannte. Stephanie warnte mich ständig davor, etwas mit ihm zu tun zu haben. Sharon, es wird dir sehr leid tun, wenn du dich mit ihm anfreundest, sagte sie immer wieder. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich jetzt so anfreunden. Schließlich wächst Geld nicht auf Bäumen. Das Einzige, was meine Freunde über diese neue Aufgabe trübte, waren die seltsamen Vorfälle, die mir in der Schule zustießen. Manchmal verschwand ein Heft aus meiner Tasche oder es war statt Tinte stinkende Farbe in meinem Füller. Wie gemein. Oder es klebte Kaugummi an meinem Stuhl. Irgendwann wurde ich paranoid. Was, wenn das einem Lehrer gemacht wurde, der mir immer schlechte Noten gab? Oder die Cheerleaderin Miranda, die sich über mich wegen meinen langen Haaren lustig machte? Alter, was ist denn das ich erzählte für ein meiner Freundin Es gibt so viele Gründe, sich über Leute lustig zu machen. Lange Haare sind keiner davon. Du kannst legit, du kannst irgendwas finden, ja? Zum Beispiel der Fakt, dass sie nur grün trägt. Bessere Gründe, Leute zu ärgern, als wegen langen Haaren. Das macht die Geschichte für mich sehr unrealistisch. All dem. Aber Stephanie sagte mir nur, dass das alles nur ein Zufall sei. Ich dachte darüber nach und beschloss, dass ich mir wirklich umsonst... Stephanie ist die Böse. Stephanie klaut die Sachen. Weil wenn Stephanie sagt, es ist ein Zufall, ist es kein Zufall, weil Stephanie ist schon... Also arbeiteten Brandon und ich weiter im Geheimen zusammen. Wir unterhielten uns immer nur online. Aber eines Tages änderte sich etwas. Ich hatte wie üblich ein Foto von der Lösung irgendeines Problems in mein Notizbuch geschrieben, als ich plötzlich statt der üblichen Antwort eine Nachricht erhielt, in der stand, wow, magst du diese Band auch? Zuerst verstand ich gar nicht, wovon Brandon sprach.
Vielleicht war es ein dummer Streich von ihm? Erst ein paar Minuten später wurde mir klar, dass ein Teil eines Posters, das an meiner Wand hing, im Hintergrund des Fotos zu sehen war. Es war das Poster einer Band, von der ich schon seit Jahren ein Fan war. Und das Erstaunlichste war, und jetzt bonden sie und branden darüber. Wenn sie beide Fan von der gleichen Band sind, dann gehen sie zusammen zum Konzert. Die Freundin wird crazy eifersüchtig, weil sie jetzt Zeit mit Brandon verbringt. Und nicht mehr nur mit der Freundin. Davor war es ja sie zwei gegen die Welt. Und jetzt ist es sie und Brandon und die Freundin, die ihre Sachen klaut. Aber ich sag, die Freundin ist die Böse, okay? Das ist mein Take. Ja, meiner Freundin davon wusste. Es stellte sich heraus, dass Brandon auch ein Fan dieser Rockband war. Er hatte wegen ihn sogar angefangen, Bassgitarre zu spielen. No. Was für ein Zufall. Vielleicht war er doch nicht so dumm. Wir kamen ins Gespräch und verbrachten von da an jede Nacht damit, einander Stunden... Irgendwie sieht sie sehr smack aus. Wie sieht das so süß aus? ...lang zu schreiben. Ich fing sogar an zu glauben, dass ich mich in ihn verliebt hatte. No. Aber in der Schule tat Brandon immer noch so, als wäre er ein Fremder. Und das machte mich wütend. Ich verstand nicht, warum er das tat. Wie konnte ein Mensch so heuchlerisch schreiben? War er nett und süß, aber in der Schule war er ein gemeiner Tyrann. Aber die Dinge endeten nicht sofort. Sehr bald fing buchstäblich alles an schief zu laufen. Nicht nur, dass Brandon sich in der Cafeteria vor einem Haufen anderer Klassenkameraden über meine Haare lustig machte, auch Stephanie entfernte sich immer mehr von mir. Ihrer Meinung nach war ich dumm und hätte meinen heimlichen Schwarm schon längst in die Schranken weisen müssen. Ich bekam auch immer schlechtere Noten in der Schule, weil ich so viel an Brandon dachte. Als ob das noch nicht genug wäre, passierten mir auch noch alle möglichen Unfälle. Zum Beispiel öffnete ich eines Tages meinen Schulspind und fand eine Ratte da drin. No. Den ganzen Tag dachte ich darüber nach, wer mir so etwas antun könnte und warum. Ich hatte doch nichts falsch gemacht. In meiner Verzweiflung beschloss ich, meine Eltern um Hilfe zu bitten. Unter Tränen erzählte ich mir, Eltern sehen einfach aus wie Models. Fakt. Das ist ein Fakt. Das ist auch kein Hot Take, das ist ein Fakt. In den letzten Monaten mit mir passiert war. Über meinen Deal mit Brandon, Stephanies Wut und die fiesen Dinge, die mir jemand in der Schule angetan hatte. Aber sie sagten nur zu mir, sag uns nicht, dass deine Noten auch unter all dem gelitten haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich saß verzweifelt am Küchentisch und mein Vater und meine Mutter redeten immer wieder davon, wie wichtig es ist, für das College zu lernen. Meine Gefühle schienen sie überhaupt nicht zu interessieren. Das ist natürlich nicht außerdem gut. Hatten sie mir strikt verboten, SMS zu schreiben oder irgendetwas mit Brandon Warte, zu tun was? Zu haben. Wieso sind SMS-Schreiben verboten? Hä? Was sind das für Eltern? Wieso vorgehabt, unsere Vereinbarung abzubrechen? In dieser Nacht ging ich in einer miserablen Stimmung auf mein Zimmer, nahm mein Telefon heraus, um meinem Schwarm zu schreiben, als ich plötzlich sah, dass er mir eine Nachricht mit einem Haufen trauriger Emojis geschickt hatte. Es Emojis? Gib mir eine Chance, alles wieder gut zu machen. Der hat vielleicht Nerven, dachte ich. Wahrscheinlich hatte er nur Angst, dass niemand mehr seine Hausaufgaben für ihn machen würde. Ich antwortete wütend, auf keinen Fall, von jetzt an habe nein, ich nichts mehr mit dir zu tun. Ausrufezeichen, seine nein! Antwort verblüffte mich. Und was wäre, wenn ich sage, dass ich zwei VIP-Tickets für unsere Lieblingsband in der Hand habe? Oh. Was? Wow, ich fing an vor Freude im Zimmer herumzuspringen. Aber dann fiel mir ein, dass meine Eltern mich bestimmt nicht gehen lassen würden. Das ist so weird. Ich bin konfus von der Geschichte. Und zu sagen, dass ich mit Stephanie... Sie hätten irgendwas ab, aber ich bin mir echt nicht sicher, was es ist. ...auf ein Konzert gehen würde. Das war perfekt. Sie würden wahrscheinlich keinen Verdacht schöpfen. Ich schrieb Brandon eine SMS und sagte, dass ich mit ihm gehen würde. Und bat dann Stephanie, am Tag des Konzerts zu mir nach Hause zu kommen. Endlich kam der Abend, auf den ich gewartet hatte. Sie laufen plötzlich immer so dynamisch. An der Tür und niemand ich läuft so. Als ich die Tür öffnete, sah ich Stephanie. Sie hatte gerade noch Zeit, meinen Eltern zuzuwinken und Hallo zu sagen, als ich sie auf die Straße schob. Ich wollte nicht, dass sie anfing, über das Konzert zu reden, denn ich konnte nicht zulassen, dass meine Lügen aufgedeckt wurden. Oh. Nachdem ich das Haus verlassen hatte, begann ich Stephanie von dem bevorstehenden Konzert zu erzählen. Ich konnte immer noch nicht glauben, dass mein Schwarm mich um ein echtes Date gebeten hatte und noch dazu ein so cooles. Doch sobald ich Brandon erwähnte, verschwand das Lächeln sofort aus Stephanies Gesicht. Sie war außer sich vor Wut. Du benutzt mich nur, schrie sie fast schluchzend. Bevor ich auch nur versuchen konnte, ihr alles zu erklären, rannte Stephanie davon. Zu sagen, dass ich verwirrt war, wäre eine Untertreibung. Aber ich hatte keine Zeit zu verlieren, denn Brandon wartete bereits am Eingang des Clubs auf mich. Ich beschloss, dass ich später richtig mit meinem dramatisch Freund reden hier, auch würde. Mit der Hintergrundmusik, ne? Ist euch das aufgefallen? Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie unser Date gelaufen ist. Nun, Brandon war derselbe wie in der SMS, sanft. Freundlich. Hä? Aber warum ist er denn in der Schule dann so dummi? Das macht so keinen Sinn. Es macht so keinen Sinn. Das ist ein großer, elaborate Plot. Wir verbrachten den ganzen Tag. Okay, sie verliert ja noch ihre Haare, right? Ich sage, sie gehen eigentlich nur aufs Date. Und dann ist es ein geheimer Komplott und sie schneiden ihr die Haare ab. Damit zu unseren Lieblingssongs zu tanzen und zu lachen. Ich konnte mein Glück einfach nicht fassen. Aber das Wichtigste war, dass als wir nach Hause kamen, er mich mitten auf der Straße anhielt und mich küsste. Ich fühlte mich wie in einem Film. Ich vergaß sofort alle meine Probleme mit meinen Noten, Eltern und meiner Freundin. Am nächsten Tag kam ich gut gelaunt. Okay, nevermind, die Haartheorie war am Anfang schon Stretch und ich hab... Ja, okay, na gut. Ich konnte mich überhaupt nicht auf den Unterricht konzentrieren. Der Lehrer kam zu spät zum Unterricht, also saß ich nur da und dachte über die letzte Nacht nach.
Aber dann spürte ich plötzlich, wie sich etwas hinter mir bewegte. Ha, no! War das mein Haar? Entsetzt schaute ich nach unten und sah meine langen Locken auf den Boden. No! Das konnte doch nicht wahr sein. No, die Freundin! Ihr Gesicht die Dumme! War rot ich hasse vor Wut, die. Ich hasse und sie hielt eine Schere in der Hand. Ich war schockiert und völlig am Boden zerstört. Als ich endlich verstand, wer mir die ganze Zeit heimlich all diese bösen Dinge angetan hatte und warum Steffen immer so wütend gewesen war, weil er ihr von Brandon erzählt hatte. Sie war auch in ihn verliebt. Und am Tag zuvor war sie nicht weinend nach Hause gerannt, sondern hatte stattdessen den ganzen Abend damit verbracht, uns zu beobachten. Erschrocken rannte ich aus dem Klassenzimmer und bat Brandon. Ich sag's euch, die Freundin, die hatte von Anfang an mich hatte nichts Gutes im Sinn. Zu meiner Überraschung stimmte er zu, für einen Moment rauszukommen, während niemand hinsah. Aber sobald er mich sah, veränderte sich sein Gesicht sofort. Er sprach kalt mit mir und ging nur eine Minute später davon. Ich Warum? War völlig allein. Hier sitze ich also, in der Ecke des Hinterhofs. Es ist Aber warum abends. Ist Brandon so hot and cold? Das macht keinen und Sinn. Und ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme. Brandon ignoriert meine Nachrichten. Stephanie hat mein Leben buchstäblich mit ihren eigenen Händen Wieso ruiniert. Weißt du nicht, wie du nach Hause kommst? Du bist in der Schule. Und meine Eltern werden mir nicht verzeihen, wenn sie mich mit kurzen Haaren sehen und die ganze Wahrheit herausfinden. Warum sind die Leute immer so wütend und können niemandem vertrauen? Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr zustimmt oder liegt. Was? Das Ende macht auch keinen Sinn. Warum? Also ich meine, ich verstehe, dass die Freundin ihr die Haare abschneidet. Das habe ich von Anfang an predicted. Aber warum kommen sie nicht nach Hause? Ich meine, was werden die Eltern machen, wenn sie nach Hause kommen und sie sagen, yo, diese Psychotuse in der Schule hat meine Haare abgeschnitten. Was sollen denn die Eltern sagen? Sollen die sagen, wir hassen dich jetzt, Kind, wir verstoßen dich aus unserer Familie. Warum ist Brandon so ein Idiot zu ihr, wenn er davor nett zu ihr... Brandon, make up your mind! Okay, sorry, aber das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert diesen Kanal, verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Und ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, schaut gerne in meinem neuen Shop vorbei. Da habe ich nämlich neuen Merch und ja. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao!